So, daheim angekommen, gleich mal wieder den Saft reingeben in das Auto. Reinen PV-Strom. Herrlich, kostenloser Sonnenstrom. Schaut mal den Himmel an. Ah, traumhaft. Heute gibt's viel Strom, perfekt für so ein Experiment. Macht Platz, Freunde, im Sinne der Wissenschaft. Ja, dass Teslas auf der rechten Spur mit 100, maximal 120 km/h fahren, ist ja, glaube ich, so ziemlich allen bekannt, beziehungsweise auch ein sehr häufiges Klischee, weil man ja irgendwie davon ausgeht, dass E-Autofahrer automatisch sehr viel Strom verbrauchen, wenn sie sehr schnell unterwegs sind, aber auch vielleicht einfach diesen Öko-Gedanken haben und einfach effizient unterwegs sein wollen, möglichst weit kommen. Vielleicht ist auch dieses Klischee da, ja, sie haben ja eh alle Angst, dass sie nicht weit genug kommen, wenn sie schnell fahren. Von daher möchte ich das Ganze heute mal auf die Spitze treiben. Ich bin hier mit meinem Tesla Model Y Performance unterwegs. Wir haben über 500 PS. Ja, und einen 77 Kilowattstunden Akku, und ich möchte mal schauen, was verbraucht er, wenn wir mal wirklich Vollgas fahren. Theoretisch können wir bis zu 250 km/h fahren. Ich weiß nicht, ob ich so schnell fahren werde, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, so um die 200 km/h zu fahren. Wir fahren einmal die Strecke in eine Richtung und dann wieder in die andere, um die Topografie auszugleichen. Von daher wollen wir mal schauen, was verbraucht der Tesla, wenn wir mal richtig Gas geben, und was wäre dann die rechnerische Reichweite. Legen wir nach dem Intro los. Herzlich willkommen hier bei Smart2Drive. Ich bin's, der Alex. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Genau, also ich werde jetzt mit euch auf die Autobahn fahren. Die Autobahn ist so für ungefähr 30 Kilometer unbegrenzt von der Geschwindigkeit her. Ich werde jetzt auf die Autobahn drauf fahren, dann werde ich den Kilometerstand zurücksetzen, also den Tripzähler zurücksetzen, sodass wir dann wirklich auch sehen, naja, was verbrauchen wir wirklich bei der hohen Geschwindigkeit und dass es nicht verfälscht wird durch den Weg zur Autobahn hin. Und dann werde ich, sobald ich dann wenden kann, wieder wenden, dann setzen wir den Zähler nochmal zurück und schauen uns das Ganze auf dem Rückweg an. Hinterher machen wir dann einen Durchschnitt daraus und schauen, was hat denn der Tesla dann wirklich verbraucht und wie weit würden wir theoretisch kommen. Ich möchte jetzt nicht wirklich den Akku unnötig leer fahren, weil das ja einfach unnötig für die Umwelt nicht gut ist, aber ich habe trotzdem 100%igen Sonnenstrom im Auto, also alles per PV geladen. Wir haben heute an die 20 Grad, also perfekte Temperaturen, um mit dem E-Auto effizient unterwegs zu sein. So, wir fahren jetzt auf die Autobahn rauf. Wir fahren auf der A9 Nürnberg Richtung München. Hier ist eine Zeit lang offen. Ich versuche jetzt mal zumindest, was haben wir jetzt? Ja, mal so 20, 30 Kilometer in eine Richtung schnell zu fahren und dann drehen wir um und fahren in die andere Richtung. Ebenfalls ziemlich Vollgas, sodass wir dann sehen können, was verbraucht denn wirklich unser Fahrzeug, wenn wir mal wirklich das Auto prügeln. So, wir haben gerade den Zähler auf Null gesetzt und fahren Vollstrom. Im Sportmodus selbstverständlich. Ich versuche jetzt hier, so gut es geht, an die 200 zu fahren. Wir werden mal so schauen, dass wir mal so 20, 30 Kilometer ungefähr fahren und dann in die andere Richtung. Die Frage ist, geben es halt die Verkehrsverhältnisse her? Aber gut, es soll ja auch ein realer Test werden. Wir fahren jetzt einfach mal so gut wie wir können auf der linken Spur. Je nachdem, wie die Menschen uns Platz machen hier, fahren wir dann 200. Aber naja, ist halt die Frage, ob dann die Verkehrsteilnehmer auch wirklich bereit sind, die linke Spur freizuhalten. Das werden wir gleich prüfen. Ich versuche natürlich immer möglichst komplett zu beschleunigen. Also wir fahren wirklich das Maximum raus an Leistung. Der Verbrauch ist jetzt schon enorm. Wir sind schon bei an den 50 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist natürlich heftig, aber es liegt auch daran, dass ich jetzt sehr stark beschleunigt habe. So, nach 7 Kilometern werden wir hier schon ein bisschen ausgebremst. Jetzt auf Höhe Allersberg. Natürlich kommt sofort die Rekuperation hier mit ins Bild, das heißt, wir gewinnen wieder Energie zurück. Die ist natürlich nicht ohne. Sofort ist der Verbrauch auf 37,9 runter, weil wir von einer sehr hohen Geschwindigkeit jetzt mit der Motorbremse im Endeffekt gebremst haben und Energie zurückgewonnen haben. Aktuell kann ich nur 140, 150 fahren. So, einer macht Platz. Weiter geht's.
vorne sind aber noch ein paar Verkehrsteilnehmer. Wir halten mal fest 35 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Mal sehen, ob es noch klappt, dass wir noch eine Zeit lang schneller fahren können. Ansonsten müssen wir jetzt mal die 35 Kilowattstunden hier annehmen. Ihr seht, die Autobahn ist leider sehr voll, von daher hat es sich nicht so ergeben, dass wir jetzt hier auf einer freien Autobahn fahren können. An einem Sonntag wäre es sicherlich mal besser, aber ich musste heute sowieso einen Termin wahrnehmen, von daher bin ich mit dem Auto unterwegs und dachte, ich mache dann das Video gleich mit. Ja, es pendelt sich so bei 35 Kilowattstunden ein. Selbstverständlich können wir nicht annähernd durchgehend 200 fahren. Aber das ist natürlich auch in Deutschland selten möglich. Und es soll ja auch ein realer Test werden. Was verbraucht man, wenn man wirklich mal auf dem Bleifuß ist? Wenn man wirklich mehr oder weniger sofort immer voll durchbeschleunigt und ansonsten halt auf der linken Spur so schnell fährt, wie der Verkehr das zulässt. Werden wir weiter abgebremst. Wir sind jetzt bei knapp 32 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und es schaut jetzt auch nicht mehr so gut aus, weil die Autobahn recht voll ist. Schauen wir mal, jetzt können wir noch mal kurz durchbeschleunigen, aber vorne wird schon wieder eingeschert, 170 km/h. Dann ist eigentlich hier schon ziemlich Schluss. Also ihr seht es hier schon, die Leistungsspitzen gehen auf teilweise 60 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, bei der natürlich im Sportmodus, bei der vollen Beschleunigung. Dann fallen sie wieder in die Rekuperation, sobald wir ausgebremst werden. Es pendelt sich dann irgendwo so hier in der Mitte ein. Aktuell sagt auch der Tesla, wir haben eine geschätzte Reichweite von 260 Kilometern. Und wir haben jetzt aktuell einen Durchschnittsverbrauch von 19,8 oder 20 Kilowattstunden. Und auch hier pendelt sich schon langsam auf 30 ein. Jetzt werden wir natürlich sehr langsam. 110 km/h, jetzt kann natürlich der Verbrauch wieder ordentlich runtergehen. Wir sind jetzt 24 Kilometer gefahren, davon den Großteil mit mindestens 160, 180 km/h würde ich sagen, immer wieder natürlich weniger. So können wir nochmal durchbeschleunigen. Aber vorne sind schon wieder die nächsten Verkehrsteilnehmer. Ihr seht's. Der typisch deutsche Autobahn, vor allem werktags.
Die Leute haben auch nicht vor, Platz zu machen. Jetzt gleich ist der LKW vorbei, dann denke ich, können wir nochmal, jawohl. Es macht schon Spaß im Sportmodus. Ihr seht, wie schnell wir auf 200 sind. Seht auch, wie der Akkuverbrauch rapide runtergeht. Wir sind vorhin irgendwas mit 85-84%, glaube ich. Oder ungefähr 80 zumindest sind es auf jeden Fall gewesen. Los. Aber geht schon richtig was runter. Ich werde jetzt auf der nächsten Ausfahrt dann rausfahren und umdrehen, dann fahren wir den Weg zurück. Ungefähr bei 33 Kilowattstunden haben wir uns jetzt eingependelt. Gerade ist die Autobahn ein bisschen freier. Seht, wenn wir durchgehend so schnell fahren, geht die geschätzte Reichweite schon auf 130 Kilometer runter. Also schon heftig, was der Tesla hier verbraucht, wenn man so schnell fährt. Also durchgehend 200 fahren, ohne zwischendrin zu rekuperieren, ist heftig. Aber sobald wir jetzt wie hier ein bisschen runtergebremst werden auf 170, 180, steigt die Reichweite schon ein bisschen, die geschätzte. So ist es ja auch bei einem realen Test, ist es ja so, man wird immer wieder ausgebremst, man geht immer wieder vom Strompedal runter, das Fahrzeug rekuperiert, der Verbrauch sinkt wieder ein bisschen. So, jetzt fahren wir hier in Greding raus, jetzt ist sowieso 120 nur noch. Ich fahre mal hier auf die rechte Spur, wir halten jetzt mal fest, 31,7, also sagen wir mal 32 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei 35 Kilometern in etwa, die wir jetzt in eine Richtung ziemlich zügig gefahren sind. Und dann schauen wir mal, was ergibt das Ganze auf der Strecke zurück, denn wir wollen ja die Topografie ausgleichen. Eventuell ging es jetzt hier eine Zeit lang mehr bergab oder mehr bergauf oder wir hatten mehr Mit- oder Gegenwind. Deswegen machen wir jetzt das Ganze in die andere Richtung und schauen, was sich dann hier ergibt. Wir halten mal die 32 erstmal fest, weil ihr seht, jetzt fällt es ohnehin schon wieder und das würde das jetzt unnötig verfälschen. Ich fahre jetzt 85. Ich werde jetzt hier die nächste Ausfahrt in Greding rausfahren und wenden. Jetzt links ab. So, wir setzen den Trip A wieder auf 0, löschen. Zack, ihr seht's, ich habe ihn hier unten noch mal nach wie vor offen. Wir gehen jetzt hier wieder auf den Verbrauch und fahren die Strecke zurück. Mal sehen, ich habe das Gefühl, dass die Strecke hierher ein bisschen voller war als auf dem Hinweg, also die Strecke zurück. Von daher müssen wir mal gucken, ob wir hier schaffen, überhaupt ähnlich zügig unterwegs zu sein. So. Können wir zumindest schon mal fahren, die ersten 2 Kilometer. Wenn wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass wir normalerweise einen Verbrauch haben von in etwa 17, also ich fahre das Fahrzeug mit 17 Kilowattstunden, wenn wir hier mal bei Trip B gucken, 16,9 ist mein gesamter Verbrauch, das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, das muss man natürlich schon so eingestehen, also das erklärt schon ein bisschen, warum natürlich E-Autofahrer meistens nicht mit 200 auf der Autobahn unterwegs sind. Weil natürlich der Verbrauch exorbitant hochgeht und somit die Reichweite auch extrem so schrumpft. So, 180.
200. Aber man hat ein absolut sicheres Fahrgefühl, keine Unsicherheit. 200 ist für das Fahrzeug wirklich keine hohe Geschwindigkeit. Ihr hört so ab 170, jetzt gehen die Fahrgeräusche deutlich runter. Es ist halt ein SUV, der ist einfach nicht so ganz windschnittig, wobei Tesla natürlich trotzdem einen sehr guten CW-Wert hat, aber man hat natürlich trotzdem relativ viel Luftwiderstand. Entsprechend ist es schon ein bisschen lauter, wenn man so 200 fährt, aber jetzt nicht, also nicht mehr als bei anderen guten Fahrzeugen. Klar gibt es Premium-Fahrzeuge oder einfach Limousinen, die noch ein bisschen windschnittiger sind. Da ist es natürlich nochmal anders. So, aktuell liegen wir bei in etwa 27 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Jetzt sind wir natürlich ordentlich runtergebremst worden. Ja, wir fahren jetzt schon eine ganze Zeit lang jetzt 100 bis 120. Sofort ist der Verbrauch runter. Ihr seht, wir liegen jetzt bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 145, also 14,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Hätten jetzt mit 50% im Akku noch 278 Kilometer Reichweite, wenn wir so jetzt weiterfahren würden. Also ihr seht schon, es ist ein sehr, sehr, vielleicht auch ein gutes Learning, dass die E-Mobilität wirklich in niedrigen Geschwindigkeiten ultrasparsam ist, sehr günstig ist. Und sobald man wirklich viel und schnell fährt, wird es einfach nicht mehr so lukrativ, weil man einfach viel weniger Reichweite hat und der Verbrauch sich durchaus verdoppelt im Vergleich zu dem normalen Verbrauch bei niedrigen Geschwindigkeiten. Das erklärt natürlich auch, warum sehr viele eher auf der rechten Spur fahren, eher gemütlich fahren. Man hat ja auch noch die Ladezeiten, die müsste man dann zusätzlich verlängern, wenn man schneller fährt. Und dann macht es natürlich oft einfach gar keinen Sinn, zu schnell zu fahren, sondern man pendelt sich irgendwo bei 120, 130 maximal ein. Und dann kann man ganz gut reisen für wirklich vernünftiges Geld, für einen wirklich geringen Verbrauch, eine geringe Umweltverschmutzung, wenn man so mag. Wobei wir ja zum Großteil ohnehin Ökostrom laden. Ich werde jetzt den Verbrauch lieber nochmal nullen. Jetzt wird die Autobahn ein bisschen freier. Schauen wir mal, was es jetzt noch ausmacht, weil jetzt war es einfach schon zu niedrig. Jetzt können wir ein bisschen schneller fahren, hoffentlich. Aber viel mehr als 140, 150 wird es auch hier nicht, wie es ausschaut. Weil weiter vorne die Autobahn ein bisschen freier zu sein scheint. Na, immerhin 170, 180. Jetzt muss ich wieder bremsen, leider. So, schauen wir mal, was der Passat da vorne drauf hat. Hat auch keinen schlechten Motor. Jetzt macht der Platz, sehr gut. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. 215, 220. Bergauf. 225. So, jetzt muss ich ein bisschen langsam tun. Da vorne wird es langsamer. Naja, ist doch jetzt nochmal schön auf dem Rückweg, wenn wir jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Tempo machen können. Ist natürlich schon heftig, wenn man den Zähler gerade zurücksetzt und dann den sofortigen Verbrauch bei voller Beschleunigung im Sportmodus dann anschaut, dann schießt der schon richtig hoch. Ja, jetzt werden wir wieder ein bisschen runtergebremst, 160. Aber es pendelt sich wieder so um die 30 Kilowattstunden ein, plus minus.
jetzt werden wir wieder auf jeden Fall runtergebremst. 140. Jetzt geht der Verbrauch entsprechend auch wieder runter. Grüße an Tesla München. Muss man aber schon sagen, ich bin jetzt in Summe 100 Kilometer gefahren und von ein bisschen über 80 auf 47%. Also da geht es dann natürlich schon deutlich schneller runter mit dem Verbrauch bzw. mit dem Akkustand. Also man merkt schon, das sind die Beschleunigungen, die natürlich extrem den Verbrauch nach oben schießen. Aber ist auch klar, wenn ich mit fast, meistens jetzt nicht immer, aber meistens mit durchgedrücktem Strompedal hochbeschleunige, dann schießt natürlich der Verbrauch exorbitant nach oben. Dann, sobald wir auf 140 bis 160 runtergebremst werden, ist sofort der Verbrauch, sage ich mal, in einem Bereich, der noch wirklich human ist, mit unter 30 Kilowattstunden, also eher so, wie wir jetzt sehen, jetzt fallen wir schon auf 26 ab. Also dann pendelt sich schon wirklich in einem relativ guten Bereich ein, habe ich das Gefühl. Was halt wirklich heftig ist, sind dann die Bespitzen so um die 200, 180 aufwärts, sage ich mal. Das knallt dann schon in den Verbrauch rein, das ist klar. Aber es ist ja natürlich bei einem Verbrenner auch nicht anders. Wenn man da mit voll durchgedrücktem Gaspedal fährt, dann ist man auch wirklich jenseits der 15 Liter oder sowas, zumindest wenn man ein Auto mit 500 PS fahren würde. Ihr seht es auch hier, man hat jetzt nicht mehr die ganz hohen Spitzen, wenn man nicht komplett hochbeschleunigen kann auf über 200 an einem Stück. Und jetzt hier fahren wir die ganze Zeit aktuell so 120, 130. Sind wir schon wieder bei 16 im Durchschnitt. Also da ist der Tesla sehr effizient, wenn man wirklich nicht übertreibt mit der Geschwindigkeit. So, jetzt sind wir hier bei 120. Ich würde sagen, wir beenden hier das Experiment erstmal. 26 Kilowattstunden, hin waren es 32. Ich würde mich dann gleich mit dem Fazit melden. So, daheim angekommen, gleich mal wieder den Saft reingeben in das Auto. Reinen PV-Strom. Herrlich, kostenloser Sonnenstrom. Schaut mal den Himmel an. Ah, traumhaft. Heute gibt es viel Strom, perfekt für so ein Experiment. So Leute, ihr habt es gesehen, ich habe eben angestöpselt, die Sonne scheint, traumhaft. Wir haben jetzt insgesamt, lasst mich gucken, ich bin jetzt 140 Kilometer unterwegs gewesen, einen Durchschnittsverbrauch von 21,9 waren es jetzt. Davon bin ich gut die Hälfte Vollspeed gefahren und die andere Hälfte so 120, je nachdem. Also relativ gemütlich, dann seht ihr, dann geht der Verbrauch auch schon wieder auf humane knappe 22 Kilowattstunden runter. Insgesamt habe ich jetzt 40% noch im Akku, rausgefahren bin ich mit 84. Das bedeutet, ich habe, naja, in 140 Kilometer fast, nicht ganz, aber fast einen halben Akku leer gefahren. Ich finde aber, das ist auf jeden Fall gar nicht so der schlechte Wert. Lasst uns mal kurz ausrechnen, wir hatten jetzt 32 Kilowattstunden am Hinweg verbraucht und 26 am Rückweg macht 58. Wenn wir das durch 2 teilen, dann sind wir bei 29 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch, die wir jetzt hatten, wenn wir durchgehend auf der linken Spur fahren, auf einer offenen deutschen Autobahn. Allerdings werktags, muss ich dazu sagen. Was können wir zusammenfassend feststellen? Wenn man wirklich Vollspeed fährt, wenn man im Sportmodus die 500 PS volle Kanne ausfährt, dann springt der Verbrauch kurzzeitig mal auf über 45 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Allerdings ist das ja nur der Beschleunigungswert. Wenn wir sonst eigentlich so 160 bis 200 fahren, dann kommen wir so roundabout bei 29, 30 Kilowattstunden raus. Ich habe jetzt hier im Model Y Performance einen Akku, der hat 75 Kilowattstunden netto nutzbare Kapazität. Die Angaben sind auch unterschiedlich. Manchmal liest man auch 77 Kilowattstunden. Gehen wir mal von 75 aus. Wenn wir jetzt hier sagen, okay, durch 30, dann hätten wir 250 Kilometer Reichweite auf der Autobahn mit Vollspeed. Normalerweise fahre ich so 400 Kilometer auf der Autobahn, dann fahre ich aber selten schneller als 120, vielleicht mal kurzzeitig 130. Also kann man sagen, dass der Verbrauch sich
fast verdoppelt, nicht ganz, also von, sagen wir mal, von 18 auf 30 oder auf 29, also irgendwo zwischen 50% und 100% mehr verbraucht man, wenn man wirklich fast Vollspeed fährt. Ist aber, denke ich, bei einem Verbrenner ähnlich. Man hat mit einem Verbrenner häufig auf der Autobahn 6, 7 Liter. Wenn man Vollspeed fährt, ist man durchaus auch mal bei 15 Litern. Also ich denke, da ist es ein bisschen ähnlich. Die Reichweite geht natürlich schon drastisch runter. Und was auch aufgefallen ist, das habt ihr ja auch gesehen in der Momentanverbrauchsanzeige, dass in den Belastungsspitzen die Reichweite auf, naja, auf 150 Kilometer in etwa vielleicht angezeigt wurde. Wobei der Akku da schon ein bisschen leerer war. Da waren es dann auch teilweise 120, die er angezeigt hat. Aber wenn wir mal davon ausgehen, wir fahren mit 100% Akku raus, fahren wirklich durchgehend 200, dann schaffen wir bestimmt nicht mehr als 150 Kilometer auf der Autobahn, vielleicht 180 Kilometer, dann ist der Akku komplett platt. Aber so, selbst wenn man sagt, ich hab's eilig, ich fahre auf der linken Spur, ich fahre, wann es immer geht, 200, ansonsten so 140 bis 160, wenn es halt ein bisschen mehr Verkehr auf der linken Spur ist, dann kann man eigentlich schon sagen, dass man so ungefähr 250 Kilometer Reichweite auf der Autobahn schafft. Und das ist, finde ich, gar nicht so schlechter Wert. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich bin auch noch nie mit dem Tesla einfach durchgehend mal immer Vollspeed im Sportmodus gefahren und immer das Pedal mehr oder weniger einfach durchgedrückt, sobald die linke Spur frei war. Jetzt haben wir es mal gemacht. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Wie ihr schon gesehen habt, das ist Sonnenstrom. Ich habe nicht irgendwie schmutzigen Strom aus dem Ausland bezogen und geladen oder irgendwas, sondern es ist wirklich reiner Sonnenstrom von der PV-Anlage. Deswegen habe ich jetzt so einen Test gemacht, sonst hätte ich das nicht gemacht. Und ich bin auch jetzt nicht den ganzen Akku unterwegs gewesen mit der ganzen Ladung, sondern wirklich dann nur mal, um das zu testen. Ungefähr 30, 40 Kilometer hin und dann wieder dasselbe zurück, die ich dann wirklich mit Vollspeed gefahren bin. Alles im Sinne der Wissenschaft, selbstverständlich und natürlich zu eurer Unterhaltung. Und wenn ihr auch PV-Anlagen haben möchtet oder zumindest ein Balkonkraftwerk, ich kann es jedem ans Herz legen, schaut gerne unten in der Videobeschreibung nach, da findet ihr die Website von Yuma. Ich habe hier mein Balkonkraftwerk mittlerweile, ich habe eine PV-Anlage auf dem Hausdach, da kann man zwei Elektroautos, wir haben ja noch den MG4 hier neben mir, zwei Elektroautos eigentlich 7-8 Monate im Jahr komplett autark betreiben. Und im Winter muss man natürlich Strom zukaufen, das ist klar. Aber es macht trotzdem wirklich Spaß und da hat man auch wesentlich ein besseres Gefühl, weil man halt wirklich auch kostenlos und der Umwelt zuliebe auch wirklich reinen Sonnenstrom lädt. Das macht auf jeden Fall Spaß. Schaut es euch gerne an. Und bei geldfuerauto.de gibt es aktuell noch eine Aktion. Wenn ihr euren Fahrzeugschein abfotografiert und hochladet, erhaltet ihr, wenn Deutschland Europameister wird, statt 85 Euro THG-Prämie das Doppelte, also 170 Euro. Wenn Deutschland Europameister wird, ist halt ein bisschen ein Zock. Ansonsten habt ihr trotzdem 85 Euro gratis Taschengeld fürs E-Auto fahren. Also wenn ihr ein E-Auto fahrt oder bald bekommt, dann schaut, dass ihr euch da registriert. Das macht auf jeden Fall aktuell Sinn und hat auch ein bisschen Nervenkitzel dabei. Und lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen möchtet, rund um den Tesla, um meine PV-Anlagen und um die E-Mobilität an sich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Dieses Video wird euch präsentiert von Shop4Tesla. Auf shop4tesla.com bekommt ihr jede Menge Zubehör für euren Tesla. Einfach mal auf die Website schauen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Rabattcode SMART2DRIVE, mit dem ihr 5% Rabatt auf jede eurer Bestellung bekommt. Viel Spaß beim Shoppen!